Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Zeichen und Zeiten. Tess Ganti, Der Kaninchenstall. Eine Rezension von Constanze Mattes. Manchmal geht es zu wie im Irrenhaus, oder? Ich meine, so viele Leben, die gerettet werden müssen. Dünne Wände, hellhörig, beengt, geruchsintensiv. Meine Erinnerungen an einen Kaninchenstall sind noch recht lebendig. Mein Vater hielt die flauschigen Vierbeiner. Wir lebten auf dem Land. Wenn ich als Kind nicht folgte, hieß es, du kommst da in den Kaninchenstall. Es ist niemals passiert. Ich blieb immer vor der Tür stehen und gab den Tieren Heu, Möhrchen und eine Streicheleinheit. Kaninchen finden sich an vielen Stellen in dem mehrfach preisgekrönten Debüt der US-amerikanischen Schriftstellerin Tess Ganti. Nicht nur im Titel des ungewöhnlichen Romans. Living in the Box. Kaninchenstall, das ist der Name eines Apartmenthauses in Bucker Valley, im Rust Belt Indianas gelegen. Die Stadt hat die besten Jahre hinter sich, belegt Platz 1 auf der Liste der hoffnungslosesten Städte der USA. Die einst renommierte Autoindustrie liegt da nieder, hohe Arbeitslosigkeit und Kriminalität herrschen. In dem Wohnblock lebt die 18-jährige Blandon Watkins. Sie hat die Schule abgebrochen, jobbt in einem Diner und verehrt Hildegard von Bingen, die berühmteste Geistliche und Mystikerin, Universalgenie und Multiplikatorin, wie man es wohl heute sagen würde, des Mittelalters, die seit einigen Jahren wieder immer mehr ins Bewusstsein gerückt wird. Blandon hat mehrere, teils auch ungewöhnliche Nachbarn, die zu Beginn des Romans nach und nach vorgestellt werden. Da sind Hope, eine junge Mutter, die unter Angstzuständen leidet, ein älteres Ehepaar, und Joan, die allein lebt und beruflich Hasskommentare auf einer Plattform für Nachrufe löscht und schließlich in das Visier eines Mannes gerät, der einen hämischen Kommentar auf den Nachruf seiner ehemals berühmten Mutter verfasst hatte. Und da sind Malik, Todd und Jack, mit denen Blandon in einer WG lebt, die mehr oder weniger in sie verliebt sind, regelmäßig Tiere quälen und letztlich für einen blutigen wie spookyhaften Anfang sorgen, der am Ende ausführlicher beschrieben wird. Von fleischfressenden Pflanzen. Es ist eine bunt gemischte Truppe, die der Leser kennenlernt. Wobei Blandon, die ihr früheres Leben als Tiffany und ihren Namen abgelegt hat, im Mittelpunkt steht. Wie ihre drei Mitbewohner stammt sie aus schwierigen Verhältnissen und lebte zuvor in Pflegefamilien. Alle vier hatten sich auf einem Selbstständigkeitsworkshop kennengelernt. Sie ist unheimlich klug, raucht Gras und liebt fleischfressende Pflanzen. Eine zu Beginn noch leidenschaftliche Affäre mit ihrem Musiklehrer James zieht ihr den Boden unter den Füßen weg. Die Wände des Kaninchenstalls sind so dünn, dass man dem Leben der anderen folgen kann, wie einem Fortsetzungsroman im Radio. Wie dieses Apartmenthaus und seine bizarren Bewohner ist an diesem Roman nichts gewöhnlich. Nicht der Stil, nicht die Fülle an Themen, die Ganti in ihrem Erstling verarbeitet und darin vor allem Kontraste setzt. Es geht um Arm und Reich, Verfall und Neubeginn, Rebellion gegen das kapitalistische System, die Abgründe der digitalen Welt, Empathie versus Hass und Hetze, Krisen und Katastrophen. Rund um das, was aktuell wohl in vielen Gesellschaften auf der Tagesordnung steht. Wie ein wohltuender Gegenentwurf erscheint die junge Heldin, die mit ihrer mystischen Haltung und der Nähe zu Hildegard von Bingen die Reset-Taste drücken möchte. Jüngste Preisträgerin. All diese Themen packt die US-Amerikanerin in ihr Debüt, das wie ein schnell geschnittener Film oder wie ein ständiges Scrollen durch eine Timeline wirkt.
Zahlreiche Stimmen finden ihren Platz. Zitate und Zeitungsartikel, Online-Kommentare und Zeichnungen werden eingestreut. Bei manchen Stellen wirkt der Roman dadurch allerdings auch recht zerfasert. Manche Figuren und Bewohner des Hauses, in dem die Menschen schier aneinandergeparkt leben, werden nur skizziert. An manchen Stellen ist bei der Lektüre auch eine gewisse Sättigung, ob dieser Fülle an verrückten Details und schrägen Szenen zu spüren. Tess Ganti ist selbst ein Kind Indianers. 1993 in South Bend geboren und aufgewachsen, studierte sie in New York kreatives Schreiben. Mit ihrem Debüt »Der Kaninchenstall« räumte sie mehrere literarische Preise ab, darunter 2022 den renommierten National Book Award als jüngste Preisträger seit Philip Roth, der den renommierten Preis erstmals 1960 für seinen Erzählband »Goodbye Columbus« erhielt. Der Kaninchenstall ist ein provokantes, sowohl herrlich lakonisches als auch düsteres Gesellschaftsporträt, das keine Zweifel lässt, dass der Mensch und seine hypermoderne wie ausgeblutete Welt einen Neubeginn braucht. Kurzlebige Start-ups und Luxuseigentumswohnungen können einfach nicht die Lösung sein. Sie hörten Zeichen und Zeiten. Tess Ganti. Der Kaninchenstall. Eine Rezension von Constanze Mattes. Sprecher Uwe Kulnick. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.